was ist das denn? Ja, dir ist das eine Zuhälterkarre. Was ist das für eine? V12er. Was für ein krasser Scheiß, Mann. Abgefahren. Der soll mal eine Ampel halten vorne. Das wäre geil, wenn die rot wird, wenn er vorne steht. Warum hält er nicht an? Das ist seine Chance gewesen. Verstehe ich nicht, aber das ist doch niemals legal, so ein Auspuff, oder? Ist das krank? Das bringt ihm das auch nichts. Wer hier gestanden hätte, mal ordentlich Gas geben können. Das ist natürlich nice gewesen. Ich feiere die Helme von denen irgendwie. Die sind cool. Nicht davon. So ein schöner Sound. Geil, gefällt mir. Es ist schade, dass es nicht immer so ist, dass immer 100 Millionen tausend Motorräder in Hamburg unterwegs sind. Ich feiere diese Motorradkultur so doll. Wenn mal Harley-Days sind, dann geht es hier richtig ab. Sonst ist hier nichts los im Norden. Kommt schon wieder die nächste Gruppe. Fährt aber wenig anderes rum, ne? Nur Chopper, alles unterwegs. Der Soundporn. Was machen die denn? Sieht aus wie kranke Hacker oder so. Reingehackt ins System. Wären die nicht so jung, würde ich sagen, die sind voll betrunken. Kann man da gar nicht geradeaus fahren. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das legal ist. Was? Das ist doch nicht mehr normal. Was ist denn das für ein Sound? Kann man das mal einer erzählen? Was, sind die nur zur Show und da ist gar kein Auspuff oder was? Wie geht denn das? Junge. Unnormal. Oh, geil, ey, Alter, unnormal, ey. Dann stehe ich hier mit meiner kleinen Karti. Aber das ist halt V12, ne? 12er Reihenmotor. Also nicht Reihe, sondern ein V. Nee, ich gebe auf, Digga.
sich an wie so ein Düsenjet, der startet. Bin mal gespannt, wie das auf der Kamera drauf ist, aber in echt ist das ist komplett abnormal. Komplett abnormal. Und diese Felgen, ne? Natürlich, jetzt ist wieder so typisch, weil, wisst ihr, wenn ich irgendwie mal ein richtig heftiges Auto höre, dann ist wieder Stau hier, alles voll. Krankes Teil, krankes Teil. Richtig nice. Junge, 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 ich komme überhaupt nicht klar. Was ist das für ein Sound, Mann? Das macht so einen Spaß wieder. Ist das geil? Außerdem muss ich mich noch ein bisschen von dem Schock erholen, von dem Video von gestern, wenn ihr das gesehen habt. Von dem Bullen, das ist ja gerade erst passiert. Ist zwar nichts passiert, aber da ist man doch so bei so einer Konfrontation immer ein bisschen adrenalinisch unterwegs, ne? Krank finde ich das, krank, aber ich verstehe das immer nicht. Wie kann denn der hier so durch die Gegend fahren und niemand hält ihn an? Sag mal, das ist doch nicht legal, oder? Also jetzt echt, bin ich... Was ist da vorne? Grüner wird's nicht. Also bin ich jetzt irgendwie bescheuert, oder? Das war doch lauter als meine ohne DB-Killer und das ist auf keinen Fall erlaubt. Wie geht denn das? Also ich weiß, dass wenn Autos schwerer sind und mehr wiegen, aus irgendeinem Grund, dürfen die auch lauter sein, glaube ich, oder? Habe ich so das Gefühl, ich habe das mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall ist das bei Motorrädern auch so, deswegen dürfen Harleys auch ein bisschen lauter sein, glaube ich. Aber das würde nicht den Sound erklären, was das für eine Katastrophe. Katastrophe wieder mein Lieblingswort. Aber Katastrophe im Guten. Also, was für ein geiler Scheiß war das? Hammer. Obwohl das Auto an sich jetzt nicht so nice aussah, es war schon irgendwie wahrscheinlich 10 Jahre alt oder so, das Modell. Aber die Felgen und so, Junge. Pornös. Auf jeden Fall, ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, im geilen Sound. Wenn ja, lasst den Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Lasst uns auch reingeladen. Ciao, ciao.